Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Trials Fusion, die Streckenzentrale, mit dem heutigen Suchbegriff Fire, also Feuer auf Englisch, auf Deutsch. Ja, ich weiß nicht warum Fire, ich habe letztes Mal nach der Runde mit, was hatten wir denn, Dragon? Ich weiß, Fire und Dragon ist ein bisschen fast gleich, aber nach Dragon habe ich dann mal Water eingegeben und da waren die ganzen Strecknamen hießen alle gleich, und zwar Water. Und das fand ich irgendwie doof, deswegen habe ich jetzt mal das Gegenteil genommen. Und da sieht es doch schon nicht ganz so eintönig aus. Also wir nehmen als erstes natürlich Fire und Eis. Ich habe auf einfach erstmal, die erste Strecke ist einfach, dann mittel und dann schwer. Extrem lassen wir erstmal noch, wie ihr wisst ja warum. Extrem ist einfach zu hart für mich. Und nein, ich möchte nicht mit diesen TKO Panda fahren, bitte nicht. Ihr seid so eine Hurensöhne. Ihr seid so eine richtige kleine Hurensöhne. Na gut. Okay, fahren wir mit dem TKO Panda. Oh, Mann. Der ist eigentlich gar nicht so scheiße, aber ich habe den schon lange nicht mehr gespielt. Und ich weiß nicht mehr, wie der so wirklich funktioniert. Okay, also ich sehe bisher nur Eis. Okay, ich musste bisher nicht mal irgendwas machen, außer Gas geben. Okay, jetzt muss ich schon wieder... Obwohl, ich weiß nicht. Okay. Und was wetten wir, dass bald noch Feuer kommt? Das Gute ist bei dem Ding, es bleibt wirklich bodenständig. Es wackelt nicht irgendwie hin und her, nach vorne, nach hinten. Das gibt es nicht bei dem Ding. Das ist das einzig Gute. Aber vom Design her ist es jetzt nicht so pralle. Und von der Schwierigkeit, klar, es ist einfach, aber selbst bei einfach muss man irgendwas machen, damit man nicht gerade nur nach vorne und nach hinten sich bewegen muss. Damit man es halt nicht tut. Ich mache nämlich gerade gar nichts außer fahren. Ich mache ungelogen nichts anderes. Ich mache immer noch nichts anderes. Okay, jetzt mache ich mal was. Aber naja. Also vom Design her ist das jetzt nicht wirklich super. Ich weiß ja nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich halte irgendwie gar nichts davon, von der Map. Okay, da hat sich jemand krass verbaut. Da hat sich jemand so einen blöden Fehler erlaubt und hat sich das... Hat das so einschneiden lassen? Ja, wow. Du, das ist auch nicht schwer, da die Platin-Medaille zu bekommen. Was macht der denn da noch? Hui, hui, ding, ding, ding. Komm, lasst uns Pokémon sammeln. Yay. Ja, ihr wisst wahrscheinlich warum. Nee, hat mir nicht gefallen. Sorry. Sorry, sorry. Egal, ob ich eine fucking Platin-Medaille bekomme bei so einer leichten Strecke. Nee, die war nicht gut. Ja, Pokémon Go ist ja draußen und wahrscheinlich nervt euch schon jeder damit. Eure Arbeitskollegen, wenn ihr welche habt, oder eure Schulkameraden. Die ganzen Nachrichten nerven damit. Vor allem, wie gefährlich es ja auch sein soll. Und Kinder spielen doch damit. Ganz im Ernst, Kinder mit einem Smartphone sowieso nichts zu suchen. So, wir spielen jetzt mal Firefly Racer. Einfach mal das erste. Buggy oder Roach. Oder Pit Viper. Nehmen wir mal doch die Pit Viper. Ich weiß nicht. Ich mag die zwar am wenigsten von den dreien, obwohl das erste ist richtig kacke. Aber man muss damit ein bisschen üben. Ja, ich habe Pokémon Go mir zwar auch runtergeladen, hab's nicht wirklich viel gespielt, bin gerade mal Level... Okay, ich habe gerade... Schade, ich dachte, ich könnte es schaffen. Ich habe gerade vergessen, dass es wieder mal ein Motorrad ist. So, das Design gefällt mir doch schon weitaus besser. Oh, sogar mit so Winkeln. Das ist schick gemacht. Das hatten wir selten. Das sind so gar nicht. Okay, wir fahren zwar die ganze Zeit nur im Kreis. Wir müssen kaum was machen. Aber es hat irgendwas. Es ist witzig. Und mit den Fireflies, also mit den... Nee! Och, come on, Alter. Da war das Ziel sogar schon. Och, Mann. Das ist jetzt richtig peinlich gewesen. Naja, jeder nervt euch wahrscheinlich schon damit mit Pokémon Go, falls ihr das habt. Nerven euch Leute damit, wie zum Beispiel... Warum hast du das denn? Das ist überall in den Nachrichten. Und falls ihr es nicht habt... ja. Dann nerven sie euch trotzdem damit, weil ihr es halt nicht haben wollt. Also...
Pokémon Go ist ein zweischneidiges Blatt. Ich find's cool, die Idee finde ich cool. Und sowas wie mit. Ja, okay, war auch nicht wirklich sehr schwer, dass die auf Mittel ist. Ist ein bisschen. Da habe ich jetzt mehr erwartet. Also. Ah, mit den Fireflies und so, mit den. Es kriegt ein Plus. Ich hätte jetzt ein Mittel gegeben, wenn es das geben würde. Ach, man kann ja dann das aufsetzen lassen, ne? Ach, man kann ja die Bewertung sausen lassen. Stimmt, habe ich vergessen. So, ja, dann gehen wir doch gleich mal zur Sperren über. Gucken wir mal, was da so geht. Ob es da überhaupt irgendwas gibt. Firefighter, oh, warte, was ist das nochmal für eine Banknote? Ich weiß leider nicht mehr. Aber es haben viele geliked. Ist auch schon ein bisschen älter, das Level. Fire und Fire 2 gibt's da. Okay, witzig. Pit Viper natürlich. Ohne die kommen wir da, glaube ich, gar nicht klar. Ich weiß nicht mehr, welches Zeichen es da war. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Geldzeichen. Bin ich der Meinung. Oh. What the fuck? Wir haben so einen Tank auf dem Rücken. Oh. Alter, das Haus geht ja unter. Wie krass ist das denn bitte? Das kriegt jetzt schon mal ein Like. Scheiße. Jawohl. Jawohl. Nee. Achso, ich bin hier unten. Okay, gut. Alter Vater, das sieht ja mal richtig genial aus. Leck mich am Arsch. Da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben. Also das hat auf jeden Fall 3 Likes verdient, ey, ganz im Ernst. Das ist Hammer. Boah, das ist krass. Obwohl, so krass ist das ja gar nicht. Naja, ich will jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, euch mit Pokémon Go auf die Nerven gehen. Wie gesagt, ich finde, für kleine Kinder ist es nichts. Aber für Jugendliche oder... Aber, Alter, what the shit? Da geht einfach mal ein Hochhaus hin. Ja, genau, ihr wisst schon. Okay, das war scheiße. Alter. Vater, ist das eine krasse Map. Das ist ja mal mega geil gemacht, ey. Das ist, wenn nicht sogar die aufwendigste Map, die wir bisher hatten. Schwer ist sie jetzt nicht wirklich, aber sie ist auch nicht mittel. Also ich würde schon sagen, also doch, ich würde bei schwer bleiben. Ich weiß, ich krieg jetzt hier zwar nichts hin, aber trotzdem ist sie halt nicht wirklich sonderlich schwer. So kann man es natürlich auch machen. Komm, hoch. Nein! Gibt's doch gar nicht jetzt hier. Was soll denn nicht? Ey, ich wäre rübergekommen, ey. Ihr habt's gesehen. Ihr habt sowas von... Alter, was war das denn? Ich gebe zu viel Gas. Nee, ich gebe da echt zu viel Gas. Jawohl, endlich, ey. Okay. Nein! Okay, hier ist ein Checkpoint. Wusste ich nicht. Ah, da war noch einer. Der hat sehr, sehr viele Checkpoints. Ich weiß nicht, ob das sogar den Schwierigkeitsgrad ein wenig mindert. Aber scheiß drauf, die Map ist geil gemacht. Man hat, glaube ich, sogar einen Rucksack auf dem Rücken, wenn mich das nicht jetzt täuschen soll. Also ich glaube, es ist ein Rucksack. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Ja, voll mit dem Fressbrett. Na toll! Mann, ey. Wie muss ich doch da nach oben kommen? Oh, oh, oh. Okay, das hat sehr gut geklappt. Oh, sogar mit. Alter, das ist ein Fallschirm.
Krass. Das war sowas von like. Ey, Leica geht's ja gar nicht mehr. Haha, wie krass war das denn? Das war echt eine saumäßig geile Map. Also, Hut ab, ey. Wer war denn das? Wer war denn der Map-Ersteller? Ah, die Fusion Community, okay. Ja, geil gemacht. Echt krass. Nicht schlecht. Ja, gut. Wir könnten ja jetzt mal wieder so ein Technik-Parcours-Ding machen. Auf einfach. Firebike. Okay, können wir machen. Weil Technik-Parcours ist immer so eine Sache. Okay, der macht das irgendwie nicht. Jetzt macht das erst, okay. Technik-Parcours habe ich ja mal am Ende gesagt, letzte Folge. Das könnte interessant sein. Und ich weiß nicht, wie die das letzte Part mit Son Goku und mit, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, gemacht haben, aber was ist das jetzt für ein Technik-Parcours? Okay. Okay, komischer Technikfaktor. Was war das für ein Technikfaktor? Ohne Bewertung mal lieber. Weil das habe ich nicht mal verstanden. Da kann ich keine Wertung geben. Okay, gut, versuchen wir es mal auf Mittel. Fire on the water, fire on the water. Okay, hat null Dinger. Dann nehmen wir mal das hier. Von Fuggerman. Ja, ersetzt die Gs mal durch Ks. Ich weiß, das wäre auch nicht richtig geschrieben. Oder jedes G durch ein C und ein K, so. Fuggerman. Passt doch. Okay, was muss denn hier machen? Hier steht keine Beschreibung. Ah, muss schneller als die Kugel sein, oder was? Verstehe es nicht so ganz. Was soll das denn für ein Technikparcours sein? Ah, scheiße. Nee, Freunde, wisst ihr was? Ich lasse das jetzt. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht so wirklich. Ist für mich eine normale Strecke dann, wenn dann überhaupt. Gut. Dann war es das jetzt auch schon wieder mit Trials Fusion für diese Folge. Fast 14 Minuten, das ist eigentlich eine relativ gute Zeit. Wir haben 3 Schwierigkeitsgrade absolviert. Die schwere Strecke war natürlich richtig geil, das ist klar. Und mal schauen, was es zum nächsten... Ach so, ja genau, ich hatte übrigens wirklich auch mal eingegeben das Wort Porno, aber dazu gab es nichts. Wahrscheinlich, weil es einfach gesperrt wird. Ich meine, ne, ist klar. Gut, im nächsten Part mal schauen, was wir da für Wort nehmen. Vielleicht mal etwas Extravagantes, was man nicht so häufig hört. Mal gucken. Gut, dann bis zum nächsten Part von Let's Battle Dread Fusion gegen die Streckenzentrale. Und ciao.